3D-Druck mit Spritzbeton. Das ist das Thema meines heutigen Kurzvortrages über Additives automatisierte Lösungen für den Betonbau, was auch ein additives Fertigungsverfahren darstellt. Mein Name ist Danko Rumi, ich bin Director of Engineering bei Additive. Vom Hintergrund her bin ich Maschinenbauer, hauptsächlich im Bereich der Hausgeräteindustrie bisher gewesen. Heute habe ich drei Hauptbereiche mitgebracht, nämlich zum einen zu Additive selber und was sich seit 2020 getan hat, wo wir zum letzten Mal einen Vortrag hier gehalten haben. Das leitet mich zum aktuellen Status über und dann runde ich das Ganze ab mit einem Ausblick und die nächsten Schritte für Additive. Additive wurde 2019 in Hamburg gegründet als Technologie-Startup, um eine Lösung zu bieten für die Automatisierungsthemen in der Betonbauindustrie. Mittlerweile ist das Team auf über 20 Mitarbeiter angewachsen, was inkludiert sind Softwareentwickler, Maschinenbauer und Automatisierungsexperten beispielsweise. Die Frage stellt sich, warum Additive gründen? Das hat zwei Hauptgründe. Zum einen der Fachkräftemangel. Über 60% der deutschen Bauunternehmen müssen ihre Auftragsbücher aktuell kappen, weil die Produktionskapazitäten aktuell nicht ausreichen, um die Auftragslage abzudecken. Zum anderen sind 40% aller tödlichen Unfälle auf der Arbeit auf Baustellen zurückzuführen, was das Thema Arbeitssicherheit auch mit sich bringt. Dann der zweite Hauptgrund ist Nachhaltigkeit. 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes ist zurückzuführen auf die Herstellung von Zement. Das ist ein großes Thema. Additive möchte diese zwei Themen angehen, indem wir diese Lösung präsentieren. Das ist der robotische Spritzbeton, auch Robotic Shotcrete Printing genannt. Das ist unsere additive Fertigungsverfahren-Lösung, um mit diesen Themen umzugehen. Hier sieht man den Roboter 1 oder den Spritzroboter, der hier Schicht für Schicht Beton aufsprüht durch eine Stahlarmierung hindurch. Deshalb ist es auch ein additives Fertigungsverfahren. Ein zweiter Roboter kann dann das fertig gedruckte Bauteil glätten und auf gewünschte Konturen bringen. Das Ganze sieht man besser auf der Vogelperspektive in diesem Bild, nämlich unser ganzen Concrete Editor, so nennen wir unser Produkt. Das kann fertige Betonbauteile herstellen auf einer Größe von 10x4x4 Meter. Wie gesagt, auch mit einer Stahlbewehrung und es kann auch mit dem zweiten Roboter geglättet werden. Das Ganze kann vollständig ohne gewöhnliche Schalung hergestellt werden oder eben absichtlich mit einer beispielsweise beweglichen Schalung. Die Technologie basiert auf dem normierten Spritzbeton, auf dem wir aufsetzen und mit Roboter- und Automatisierungslösungen das Ganze verbessern und effizienter gestalten. Mit dem eingebauten Dosier- und Mischanlage können wir auf regionale Ressourcen zurückgreifen und unseren eigenen Beton mischen. Was wir aktuell bei Additive machen, sieht man auf diesem Bild, nämlich dass wir bei unserem ersten Kunden Glatar Starwalls unsere erste Anlage in dem kommerziellen Bereich an den Serienstart gebracht haben. Und wie das Ganze aussieht, möchten wir im folgenden Video zeigen.
Wie Sie auf dem Video gesehen haben, konzentrieren wir uns aktuell auf ein dünnes, L-förmiges Bauteil, was als verlorene Schalung bei Betonkellern dient. Das ist der aktuelle Stand und das bringt mich zum Ausblick. Was möchte Additiv als nächstes machen? Das ist als erstes unsere weiterentwickelte Glätt-Technologie an den Serienstart bringen, sowohl beim nächsten Kunden als auch beim aktuellen Kunden. Und möchten wir natürlich als Additiv wachsen, weiter wachsen, mehr Drucker an den Markt bringen. Das heißt aber auch, dass wir sie schneller aufbauen möchten und effizienter in der Gestaltung sein wollen. Das rundet dann meinen Vortrag ab. Ich bedanke mich vielmals, dass ich teilnehmen durfte und ich freue mich auf die Fragerunde.